Also die Bilanzbuchhalter werden auf jeden Fall gesucht. Durch die Weiterbildung und die neu erlangten Kenntnisse bietet sich mir die Möglichkeit, dass ich gewisse Vorgänge im Unternehmen anders hinterfragen kann. Der Lehrgang ist genau die richtige Wahl, vor allem weil ich einfach mich für Steuern interessiere und für Bilanzen. Also ich habe gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht, dass es einfach was anderes ist, als nur Sachbearbeiterin zu sein. Grundsätzlich ist diese Weiterbildung geeignet für Damen und Herren aus dem Bereich des Rechnungswesens, konkret der Finanzbuchhaltung. Und zwar auch für diejenigen, die eben mit Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen betraut sind und damit als kompetente Ansprechpartner für die Unternehmensleitung, aber auch für Finanzamt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer dort tätig sind. Als ich mich darüber informiert habe, was für Lehrgänge für mich in Frage kommen, bin ich auf das TH Bildungszentrum gestoßen. Und der 12-Wochen-Intensivlehrgang, der hat mich sehr angesprochen, um die Kenntnisse in so einer kurzen Zeit zu erlangen und auch anschließend direkt die Prüfung zu schreiben. Also nach meiner Ausbildung war schon klar, dass ich was weitermachen möchte. Ich hätte es auch gern direkt gemacht, aber da braucht man ja diese Berufserfahrung von 3 Jahren. Und deswegen musste ich das natürlich abwarten. Der Vorteil beim TH Bildungszentrum besteht darin, dass hier zielgerichtet durchgeführt wird. Und das zeigt sich auch in den Prüfungsergebnissen, denn die sind im Regelfall besser als bei Teilnehmern, die über 1,5 oder 2 Jahre die Prüfung machen. Aus dem Grunde, weil diese Teilnehmer dort eben ihren Hauptjob noch dazu haben, Familie haben, auseinandergerissene Lehrgangstage. Und hier ist alles konzentriert auf einen Schlag hintereinander weg. Ein ganz großer Vorteil eines jeden Vorteilkonzepts ist einfach der Rechtsstand. Bleibt. Man vermittelt einen Rechtsstand und der ist dann für die ganze Zeit auch aktuell. Während ich bei 1,5, 2 Jahren Kurse Pech haben kann, dass mein Rechtsstand wechselt. Die Prüfungsfächer sind in 3 Bereiche geteilt. Einmal HGB, nationale Bilanzierung, dann Berichterstattung, Jahresabschlussanalyse und Steuerlehre als drittes. Dann noch flankiert von 3 Nebenfächern, IKS, interne Kontrollsysteme, Kostenrechnung und Kommunikation. Da ich aus dem Steuerbereich komme, habe ich bereits die steuerlichen Fächer schon dabei gehabt und werde jetzt besonders in der Jahresabschlussanalyse, Bilanzen auswerten, meine Erfahrungen mit in den Beruf nehmen. Ganz spezifisch sind natürlich die Hauptbestandteile in meinem Beruf, was die Jahresabschlüsse betrifft, national, international, die Auswertung der Jahresabschlüsse und auch natürlich das breit gefächerte Thema der Steuern. Das hatte ich in meiner Ausbildung bisher halt nicht so. Ich kenne es zwar aus der Praxis und das ist jetzt super, dass ich da hier theoretisch nochmal drauf zurückgreifen kann und dann kommt immer das Aha-Lämpchen bei mir auf. Die persönliche Weiterentwicklung spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Die Erfahrungen, die man mitnimmt und die Kenntnisse, um die in seinem späteren Berufsleben auch anwenden zu können und dadurch auch verantwortungsvollere Aufgaben zu übernehmen. Also ich würde es auf jeden Fall wieder genauso machen, ja. Zurzeit sehe ich es so, dass wir damit die besten Chancen haben. Ich habe da auch schon einige Bewerbungen und Vorstellungsgespräche am Laufen. Ich würde den Lehrgang am TH Bildungszentrum weiterempfehlen, um wirklich schnell an das Ziel heranzukommen.